Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Nokia T20, Nokias erstes Tablet, was sich in der Einsteigerklasse bewegt. Und ich habe das jetzt 2 Wochen mit mir rumgetragen und getestet und kann so einiges dazu erzählen. Gehen wir erstmal die Spezifikation nochmal durch. Wir haben hier ein Innovate-Tablet, was mit 4 GB Arbeitsspeicher kommt, mit 64 GB internen Speicher, den man erweitern kann über eine MicroSD-Karte bis zu 512 GB. 10,4 Zoll Display haben wir, ganz normales IPS-Panel, nichts Besonderes. Auf der Frontseite haben wir dann eine 5-Megapixel-Kamera, auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera mit einem LED-Flash. Hier hinten haben wir sandgestrahltes Aluminium verbaut. Und ja, großem Glas kann ich jetzt nichts sagen, außer dass es auf der Webseite so heißt, Sicherheitsglas, das kann alles sein. Wir haben hier 2 Lautsprecher verbaut. Ein Helligkeitssensor wurde verbaut, wir haben GPS hier, RGPS an Bord. Ja, WLAN, das ist halt die Wi-Fi-Variante. Das Tablet gibt es auch noch als LTE-Variante. Bluetooth 5.0, funktioniert alles. Und wir haben hier auch noch einen Klinkenstecker für Kopfhörer mit an Bord. Geladen und Daten übertragen wird über ein USB-C-Kabel. Zumindest der Steckplatz am Tablet ist USB-C, ansonsten USB-A. Mitgeliefert wird ein 10 Watt Netzteil. Der verbaute Akku hat eine Größe von 8200 mAh. Ja, so viel jetzt zu den Spezifikationen nochmal. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen genauer ein. Und dafür sage ich mal, kommt mit rüber und auf geht's. Und hier sind wir. Dies ist das Nokia T20. Und nebenan haben wir das Samsung Galaxy Tab A7. Das steht jetzt nur hier, weil ich das T20 mit dem A7 verglichen habe, um mir ein besseres Bild zu machen. Aber wie dem auch sei, der kommt erstmal weg hier. Was mir gefällt ist, dass wir hier ein wirklich solides Einsteigergerät haben, was natürlich aber auch ein paar Defizite hat. Ist jetzt nichts Gravierendes, aber ne, erwähnt werden muss es trotzdem. Zuerst einmal freut es mich, dass man hier ohne Schwierigkeit durch die Screen scrollen kann, dass auch alles super flüssig läuft, da kann man nicht meckern und da macht auch das Surfen auf Internetseiten Spaß oder Starten von Apps geht relativ flott. Da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen, das macht das Tablet hier 1A. Was mir auch gut gefällt, dass es hier fast reines Android ist. Auf der linken Seite haben wir aber statt den Google News Infotainment Center, worauf man dann auf Apps zugreifen kann wie YouTube, Netflix, Prime Video, Google TV, Spotify, also alles was mit Entertainment zu tun hat, wird dann hier gesammelt und kann dann hierüber die Apps dann starten oder auch Spiele und lesen. Also das ist also ein reines Infotainment Center. Das ist, ich weiß nicht, ob man es braucht oder nicht, kann jeder selber beurteilen. Und wenn wir schon beim Infotainment Center sind, gab es dann die Frage, ob hier HD-Inhalte auf Netflix und Prime Video von Amazon geschaut werden können. Das ist leider nicht der Fall, nur ein SD. Ich weiß nicht warum dieser spezielle Code zum Beispiel bei Netflix hier
4 HD wird nicht unterstützt, also hier HDR-Möglichkeit keine und SD, man sieht's. Ja, das ist jetzt für den einen und den anderen nicht gerade toll, aber ich denke mal auch bei so einer Größe von 10,4 Zoll ist die Auflösung von SD auch nicht schlecht. Ja, für den einen oder anderen ist das halt ein No-Go, also für mich jetzt speziell erstmal nicht. Da auf den Galaxy Tab A7, ja, kann man HD gucken. Kommen wir jetzt mal kurz zu dem Akku und wie lange der Akku hält. Ich habe das Tablet bei 15% an die Steckdose gehangen, mit dem dazugehörigen Netzteil, was, wie ich schon erwähnt habe, Output von 10 Watt hat. Und nach 3 Stunden und 35 Minuten war der Akku dann wieder voll. Das heißt, wenn man jetzt das Tablet ja ziemlich leer saugt, was weiß ich, 5%, dann ist man bestimmt bei über 4 Stunden. Und ja, ist halt kein Schnelllader, aber auch das ist noch im Rahmen. Das Samsung Galaxy Tab 7a ist da auch nicht extrem schneller. Da steht auch gerade Video, und zwar ist das mein Akkutest gewesen. Ich habe angefangen ja bei 100%, habe einen 2-Stunden-Film geguckt und danach war der Akku auf 85%, was ein echt guter Wert ist. Die Helligkeit hatte ich auf Mittel. Danach hatte ich nochmal 1,5 Stunden geguckt, da waren wir dann 75%. Ich denke mal, da kann sich dann jeder so ausrechnen, wie lange man jetzt sich Filme anschauen kann. Ich denke mal, 7 Stunden sollten definitiv drin sein. Generell kann ich aber sagen, dass bei meinem Nutzungsverhalten, was wir hier mal kurz uns angucken können, ich habe hier mal Screenshot gemacht, ich spiele also gerne State of Survivor, hab Netflix geschaut, ja, YouTube, alles wird hier nicht ganz so aufgelistet. Und da bin ich auf eine Displayzeit gekommen von 8 Stunden 27. Davon waren 16 Stunden und 15 Minuten das Tablet im Ruhezustand. Und ich finde, das ist ein guter Wert. Das kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings, ne, ist das jetzt hier mit Vorbehalte, weil das ist mein Nutzungsverhalten. Und ja, seht ihr, State of Survivor habe ich da ja 2 Stunden und 35 Minuten gezockt. Netflix habe ich geguckt 3 Stunden 24 und auf YouTube war ich 51 Minuten. Ich finde, mit 7 Stunden, 7,5 Stunden seid ihr dicke dabei. Und wer sparsam ist, auch mit der Helligkeit des Displays, schafft locker über 8 Stunden und das ist für mich ein guter Wert. Wo wir schon bei Helligkeit sind, ich habe die automatische Helligkeitsregelung abgeschalten, weil mir das in Dunklen immer noch zu hell war und regle jetzt die Helligkeit manuell, aber an für sich funktioniert das alles. Die verbauten Lautsprecher sind leider nicht ganz so toll. Sie sind zwar laut, aber es fehlt ihnen definitiv am Bass. Und dafür gibt bei mir hier Minuspunkt. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Lautsprecher einen anschreien, aber es fehlt halt ja so ein bisschen durch Power durch den Bass. Es ist immer schwer, das über eine Kamera rüberzubringen, wie echt der Ton ist. Aber hier muss ich wiederum sagen, macht das Galaxy Tab 7a einen definitiv besseren Job. In den Kommentaren stand, ob man hier auch einen anderen Launcher drüber basteln kann, über Nokias eigenen. Und ja, das geht. Und da haben wir den auch schon. Ja, ich habe jetzt hier den Smart Launcher und ja, ihr seht, und alles läuft und funktioniert auch. Auch das ist kein Ding. Kommen wir jetzt zur Performance. Bitte dran denken, das ist ein Einsteiger-Tablet. Ich habe hier zwei Benchmarks durchlaufen lassen. Einmal Geekbench 5 mit folgendem Resultat. Single Core
349, Multicore 1259. Da habe ich dann das Nokia T20 wieder mit dem Tape A7 verglichen und ja, im Single Core ist das T20 besser und Multicore etwas schlechter. Dafür aber ist in der Grafikperformance bei dem Vulkan-Test haben wir bei den T20 786 Punkte erreicht und bei dem Samsung Galaxy Tab 7a 486 Punkte. Also hier im GPU-Bereich besser. Hier zum Beispiel habe ich noch den 3D Mark und dieser zeigt dann 523 und bei den Samsung 383. Also ein Tucken besser in der Grafik und Gaming Performance. Was kann ich noch sagen? Kameras, ja, okay. Ich denke mal, für so einen Videoanruf taugt die 5-Megapixel-Kamera doch. Da kann ich jetzt nicht ganz so meckern. Frontkamera-Test, 1-2-3-Test, 1-2-3-Test. Ist halt nicht perfekt, ne? Ist halt keine Smartphone-Kamera. Ich blende mal hier ein Bild ein. Und die Rückkamera, ja, für Videos eher ungeeignet. Aber bei guten Lichtverhältnissen kann man sogar da das ein oder andere gute Foto zaubern. Auch da macht das T20 von Nokia einen relativ okayen Job. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die günstige Tablets anbieten. Wie ist das so mit Tippen? Können wir auch noch uns nochmal angucken. Falls einer fragt, ob man das in der Uni benutzen kann oder was weiß ich. Keine Ahnung, ob man so ein Tablet in der Uni benutzt, aber Tippen bzw. Schreiben, finde ich, macht sich auch gut. Also ich habe da nichts auszusetzen. Vorausgesetzt, man kann vernünftig schnell schreiben. Ich kann es nicht. Hallo. Hallo, ihr da. Komma. Wie geht's? Also, ja, auch das, ne? Ein guter Allrounder. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ich weiß es nicht. Wenn ja und ihr Fragen habt, ne, dann schreibt eure Frage mal in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten. Was ich hier nochmal ansprechen wollte, ist die Tatsache, dass seitdem ich das habe, ich schon dreimal aus meiner Wi-Fi-Verbindung geflogen bin. Und das eine Mal so, kann ich jetzt sagen, doll, dass ich das Passwort von meinem Router wieder eingeben musste. Das wollte ich jetzt mal so erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an dem Tablet liegt oder ob das an meinem Router liegt, der das Tablet nicht akzeptieren wollte. Keine Ahnung. Das wollte ich jetzt mal so jetzt hier mit reinbringen. Was mir aufgefallen ist, dass immer dann passiert, wenn es ausgeschalten war und man es ja wieder neu gestartet hat. Aber wie gesagt, es ist in den letzten 2 Wochen 3-mal passiert. Das wollte ich nur mal mit ansprechen. Helligkeit vom Display für mich absolut in Ordnung. Hell genug, kann auch draußen was top sehen. Mir gefallen die Farben ganz gut. Man kann das aber auch unter den Einstellungen sich einstellen, wie man gerne die Farbtemperatur haben will. Da geht man dann auf Display. Geht dann auf Weißabgleich und kann dann sich hier dann die Farbtemperaturen einstellen von kalt auf warm, wie man sie gerne haben will. Ich habe es immer gerne ein bisschen wärmer, was man wahrscheinlich auch an den Videos sieht. Der eine oder andere mag es vielleicht auch kalt. Wir haben hier zum Lesen abends dann noch ein Nachtlicht.
Dann wird dann alles gelb. Ich weiß nicht, ob man da so besser lesen kann oder. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Keine Ahnung. Ansonsten denke ich, bin ich jetzt durch damit. Auch wenn jetzt hier die Lautsprecher nicht so toll sind und wenn mir die automatische Helligkeitsregelung nicht ganz so gefällt und man eventuell etwas länger laden muss, aber immerhin 8200 mAh stark ist der Akku, gefällt mir das Tablet ganz gut. Wie gesagt, ein Einstiegstablet ist das. Für 230 € auf Amazon. Die Wi-Fi-Variante, die 4G-LTE-Variante würde dann 269 € auf Amazon kosten, ist aber leider nicht lieferbar momentan. Ich weiß nicht, vielleicht bringt Nokia das erst später auf den Markt. Ich glaube, noch nicht mal auf der Webseite von Nokia kann man das kaufen. Preis haben wir auch geklärt. Ich setze einen Link zu Amazon natürlich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch gerne das Tablet auch da nochmal angucken und euch vielleicht die ersten Kommentare, die dann beziehungsweise Rezensionen, die da eintrudeln, durchlesen, was die anderen für Erfahrungen gemacht haben damit. Ich bin relativ positiv überrascht, auch von dem Prozessor, ja, der Uni SoC T610, also Tiger. Und ja, gut, dass man jetzt Videos nicht in HD gucken kann, ist für den einen oder anderen echt ein No-Go. Mich persönlich stört es nicht. Ich finde auch die SD-Auflösung ganz in Ordnung. Ach ja, gar nicht erwähnt für die Leute, die hin und wieder mal so ein Gelegenheitsspiel zocken. Geht auch, ne? Wer natürlich grafikintensive Spiele spielt damit, muss natürlich damit rechnen, dass die Grafik ja etwas nach unten geschraubt wird. Was noch auch erwähnt werden muss, ne? 3 Jahre Sicherheitsupdates und 2 Jahre Updates aufs neue Betriebssystem sind garantiert und da freue ich mich schon drauf. So, das soll es jetzt aber hier zu meinem Erfahrungsbericht zu den Nokia T20 gewesen sein. Wenn ihr das Video informativ fandet, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und wie schon erwähnt, habt ihr noch Fragen zu den T20 von Nokia? Ab in die Kommentare dazu. Und jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.